Bitte? Ich lese nur die Annoncen. All meine Träume, die süßen, leg ich in den Gruß mit hinein. C'est la vie! Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das war Französisch. Ah, drum. Das heißt auf Deutsch, so scherzt das Leben. So habe er ihr Aktfotografien geliefert und sie hätte doch gesagt, sie könnte mit diesen neumodischen Figuren nichts anfangen. Das seien ja nur Knochen und die Herren mögen ja nur die volleren Damen, unterwachsen und mollig. Auch wenn die Herren so täten, als liefen sie jeder Dürre nach, so sei das doch unnatürlich. Es glänzt das Meer so weit in die Ferne hinaus. Hört schon was dazu, dass man den Kopf nicht hängen lässt. Ach, Sie müssen sich nur sagen, es geht besser, immer besser. Alles vergeht, es vergeht. Ja, na, vergeht's auch. Ja, der Mann, der wird ja scheinbar auf Tiefe, aber eigentlich passive. Die Frau zwar der scheinbar passive, aber eigentlich aktive Teil ist. Die Kenner an, da fühlt sie die Sonne zu Haus. Es glänzt das Meer so weit. Sie ließ sich nehmen, ohne zu geben. Droben standen die Sterne und ringsum lag tief und schwarz der Wald, als sie zum ersten Mal Geld dafür nahm. Es war ein 5-Mark-Stück und sie hatte keine Gefühle dabei, als wäre sie schon tot. Sie nahm das Geld, als hätte sie nie darüber nachgedacht, dass man das nicht tun darf. Sie hätte wohl darüber nachgedacht, doch hatte sie es einsehen müssen, dass die Welt, wenn man auch noch so viel nachdenkt, doch nur nach kaufmännischen Gesetzen regiert wird. Und diese Gesetze sind allgemein anerkannt, trotz ihrer Ungerechtigkeit. Durch das Nachdenken werden sie nicht anders. Das Nachdenken tut nur weh. Wo wohnst du denn? Bei meiner Tanten in der Schellingstraße. Bei der Ludwigskirche? Dort, wo sie so vornehm beginnt? Nein, dort, wo sie aufhört.